Servus zusammen und recht herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS22. Wir sind auf der Rehbach und ihr seht es, es hat sich ein bisschen was getan. Wir sind nämlich im Oktober, ich habe jetzt etwas vorgearbeitet und ich werde euch ein kleines bisschen abholen, was denn alles in der Zwischenzeit passiert ist. Zum einen, ihr seht es, wächst unser Gras hervorragend und ist auch schon erntereif. Unser Gras, das wir zu Silageballen verarbeiten wollen, um dann eine zukünftige Hof-BGA damit zu befeuern. Aber hier möchte ich noch etwas warten, denn wir sind hier noch nicht, glaube ich, in der endgültigen Wachstumsstufe. Dazu müsste sich das Gras immer so ein bisschen runterbiegen, wenn man drüber läuft. Also hier haben wir noch etwas Zeit. Also gehen wir erstmal auf den Hof und werden ein Grasfeld, das ich allerdings schon abgeerntet habe, nämlich unser kleines am Hof, eines unserer Ursprungsfelder, das möchte ich jetzt erstmal düngen. Und ihr seht es auch an der Uhrzeit, 16.08 Uhr, dass wir nicht mehr allzu viel Zeit haben für den Tag. Soll auch die letzte Aufgabe sein, dann springen wir in den nächsten Monat und dann wird richtig geerntet bzw. gemäht. So, jetzt schauen wir aber erstmal, dass wir hier das Ding treffen. Ja, in der Zwischenzeit hat sich einiges getan. Ich habe auf jeden Fall etliche, wer kann es mir verdenken, Düngeraufträge entgegengenommen. 4 oder 5 Stück. Und damit haben wir ein bisschen Geld gemacht. Ich glaube so knapp 25.000. Und deswegen ist auch unser Kontostand so einigermaßen freundlich, denn wir müssen ja noch ein bisschen was kaufen. So, etwas mehr als 6.500 oder haben wir, glaube ich, fast 7.000. Also gut, dann nehmen wir das Güllefass, fahren mal rüber auf die Wiese. Dann werden wir da wieder wie immer ein kleines bisschen düngen. Wobei bei Gras sollte das ja fast reichen. Und das Gras von dieser kleinen Wiese, das habe ich nochmal in den Fermenter geworfen, denn damit wollen wir erstmal noch Silage für uns machen. Was wir aber dann trotzdem auch verkaufen könnten, wenn wir das wollten. So, das Fass ist standardmäßig dabei. Jetzt muss ich aber mal gucken, ich glaube 15 Meter Ausbringbreite. Und da werden wir auch hier auf jeden Fall mal die Karte wieder einblenden. Dann klassisch immer das Vorgewende, damit dann im Zweifel der Helfer sich ein bisschen leichter tut. Okay, 50% hat das Fass. Ja, wir werden das meiste, glaube ich, gedüngt bekommen hier. Sehr schön. Und dann habe ich mir auch ein bisschen was gegönnt. Ich habe das Pöttinger Schneidwerk verkauft, das Mähwerk, um genauer zu sein. Und habe ein neues Mähwerk gekauft. Aber welches, das sehen wir dann, wenn wir den nächsten Tag gespult haben. So, jetzt ist nicht mehr viel allzu viel drin. Okay. Ja, okay. Also das heißt, wir brauchen im Prinzip doch 2 Fässer, um diese Wiese hier zu bearbeiten. Eigentlich wäre hier eine Feldeinfahrt viel geschickter. Naja, können wir uns vielleicht noch malen. Jetzt überlege ich nur, sollen wir jetzt den Rest noch mit Mist machen? Oder lassen wir es hier gut sein? Ah, ich denke, wir holen einfach mal den Miststreuer. Dann haben wir auf jeden Fall mal alle Gerätschaften hier auch benutzt und verwendet. Wo war denn jetzt eigentlich? Achso, der stand da hinten. Stimmt. Dann packen wir den da auch wieder ein. Und der Miststreuer steht, glaube ich, unten im Unterstand, oder? So. Dann ein bisschen hier ranfahren. Huch, falsch. So trifft es eher. Genau, bis rein. Und wir schauen mal ganz kurz, was ich besorgt habe. Also hier ein neues Glas Mähwerk. Und zwar ein Glas Corto 290 FN. Ich glaube genau mit 2,90 Meter Arbeitsbreite. Und dann dieses Teil. Ich habe es einfach deswegen genommen, weil das andere Mähwerk, das war ja immer ausgeklappt bzw. hat hinten rausgeschaut. Und da war es natürlich ganz, ganz schwer hier auf dem Hof, wo mir ja auch schon jemand in die Kommentare geschrieben hat, dass das hier alles doch ein kleines bisschen eng ist. Und da gebe ich auch recht. Also da muss man echt schauen, dass man auch hier die entsprechenden Unterstände kommt. Deswegen habe ich hier dieses Mähwerk jetzt gekauft, was aufrecht steht. Das kann man auf jeden Fall besser parken. Es steht jetzt hier erstmal, ich sage
Mal gepackt für den nächsten Monat. Das Glas Disco 32 heißt also 3,20 Meter Arbeitsbreite. Und das Ganze werden wir natürlich dann klassisch und so wie es gehört an den Glas hängen, damit es dann auch wirklich ein schönes Bild gibt. So, wir holen uns noch den Miststreuer für diesen Monat. Dann bringen wir auch noch die Miste raus. Ich glaube, 4.400 Liter haben wir da mittlerweile, haben unsere Tierchen produziert. 15 Kühe, die wir im Moment haben. Und ich bin fast geneigt, dass wir vielleicht noch mehr holen. So. Ich muss auch gerade mal schauen, haben wir die noch gefüttert? Ich glaube, ich habe dann noch mal was eingeworfen. Ja, natürlich, wunderbar. Die sind versorgt. Denen geht es soweit gut. Jupp. So, jetzt muss ich mal schauen, können wir da ran, vorbeifahren? Müssen wir da rückwärts ran? Ja, warte. So, ja, fahren wir rückwärts ran. Und es befüllt sich. Sehr gut. Die letzte Arbeit für diesen Monat, dann geht es weiter und dann gehen wir gleich wieder in den Grasschnitt. Und ich habe eben dieses eine Feld schon gemäht, weil wir müssen schauen, dass wir praktisch jeden Monat ein Feld zu mähen haben, damit wir kontinuierlich dann auch Material bekommen für unsere BGA, denn das Ganze muss ja noch gären, muss ja auch erst zu Silage werden. Und wenn wir natürlich nur im großen Stil, dann muss da schon ein bisschen auch was gehen. So. Ich glaube, das Ganze müssen wir ausklappen. Den Brandner, auch Standard. Ich bin mir jetzt nicht sicher, was der für eine Arbeitsbreite hat. Ja, ist auf jeden Fall schmaler. So, auf jeden Fall mal grob düngen. Die ja auch zurzeit in München stattfindet. Ja, das sollte passen. Da kommen wir auf jeden Fall hin hier auf dem Feld. Sehr schön, da bleibt sogar noch was übrig. Dann können wir das Ganze wieder in den Bunker stellen. Ja, im Großen und Ganzen passt es. Schauen wir mal. 85, teilweise sogar überdüngt im Prinzip. Also hier ist alles im grünen Bereich, das passt soweit. Hervorragend, da soll dann im nächsten Schnitt auch wieder ordentlich Material zusammenkommen. Also, dann wird das Ganze jetzt geparkt. Und dann geht's in den nächsten Monat. Dann schnappen wir uns das Mähwerk, das neue Glas. Und dann geht's auf die erste große Wiese. Und dann werden wir die ersten Ballen machen für unsere zukünftige Hof-BGA. Aber zuvor bauen wir uns dann erst noch auf dem Gelände, das wir uns dann kaufen werden. Finanzmittel haben wir ja jetzt ein bisschen. Und da werden wir erstmal ein Ballenlager errichten, damit wir die Ballen dort auch wirklich, ich sage mal, aus dem Spiel nehmen können. Ihr wisst ja die Problematik, auch so ein bisschen auf der Konsole. Sind es zu viele Ballen, wirklich freie Ballen, dann kann man dann auch etwas Stress kriegen. Dann gibt es nämlich auch die Anzeige, dass es zu viel sind. So, wir könnten den eigentlich gerade so stehen lassen, denke ich mal. Ja, dann kommen wir nämlich auf jeden Fall auch rein. Stopp, das war zu viel des Guten. Jetzt ist er abgehakt. Sehr gut. Achso, Licht. Oh, wieder vergessen, den richtigen Knopf zu drücken. Dann laufen wir einmal hier, sagen unseren Kühen Guts Nächtle. Und ab ins Nächt. Und dann springen wir mal in den nächsten Monat. Und ich denke nicht ganz so spät, weil wir werden auch nicht ganz so viel zu tun haben. Denn, das wollte ich euch auch noch zeigen, ich habe natürlich in der Zwischenzeit natürlich auch unser Weizenfeld angesät. So, das können wir uns jetzt gleich mal anschauen. Oh, ist aber noch ganz schön duster.
nämlich diesen Teil hier. Da habe ich noch Weizen draufgepackt. Und das Ganze ist wunderschön im Wachstum. Sehr schön. Wenn wir jetzt hier noch Gras einblenden, dann müssten wir sehen, dass das Gras jetzt erntereif ist. Auf der 17, hier auf der Wiese und natürlich auf der 13. Das sollte jetzt so passen. Da springen wir jetzt mal ganz kurz hin. Immer schauen, wenn man über die Straße geht. Und jetzt sollte sich das Gras nach unten neigen, wenn man drüber geht. Genau, das heißt, wir haben den vollen Wachstum erreicht. Ups, springen jetzt mal rüber in den Glas und dann legen wir mal los. So, das Gewicht. Ich muss mir noch einen Platz überlegen, wo wir die Gewichte immer ablegen. Aber ich weiß, wo das Gewicht vom Fendt ist. Genau vor die Hütte, vor die Umkleidekabine sozusagen. Ja, es geht so. Also man kommt mit den Geräten gerade rum, aber man darf auf jeden Fall keine viel größer. Also größere geht nicht. Da sind wir natürlich dann hier schon etwas begrenzt hier auf dem Hof. Das sieht man gar nicht im ersten Moment. Aber wenn man mal loslädt mit Rangieren, dann merkt man schon, dass das alles... da muss man ein Auge dafür haben. So. Na, hier steht der Grubber. Da musste man nämlich auch noch ein bisschen nacharbeiten. Ihr erinnert euch vielleicht bei der Grasaussaat. Da hat ja der Fendt immer komische Kurven gemacht. So. Und irgendwelche, ja, ich sag mal, völlig aus der Reihe plötzlich irgendwo kleine Grasstücke angesät. Die sind natürlich dann gewachsen, als ich mit dem Weizen rausgegangen bin. Das habe ich dann noch schnell entfernt, so dass wir da jetzt ein ordentliches Bild haben auf dem Feld. So, da sind wir auch schon da. Und dann werden wir uns das hier nochmal ansehen. Okay. Und es knickt runter hervorragend. Das passt. Dann legen wir mal los. So, nach vorne ausklappen. Nach hinten aus... Nein, ausklappen. So ist richtig. Also ich gebe zu, vom Sound nicht ganz so beeindruckend wie das Pöttinger Mähwerk. So, los geht's. Und wir können ja ein kleines bisschen hier über die Felder rüber. Im Gegensatz zur Galgenberg zum Beispiel, wo wir ja das Phänomen hatten, dass er mir dann neue Felder erstellt hat, ist das hier nicht der Fall. So, hier müssen wir ein kleines bisschen aufpassen, da ja der Feldrand hier sehr dicht am Feld ist. Na also, sieht doch gut aus. Und dann werden wir eben schöne Gras-Silageballen eben produzieren. Dazu fehlt uns noch eine Maschine, denn den Wickler, den haben wir in der Grundausstattung dabei mit 125 cm Ballen. Aber wir brauchen natürlich dann noch einen Wickler und ich denke da an Göweil. Göweil wäre, glaube ich, die richtige Wahl. Das schauen wir uns da mal an. Übrigens schauen wir mal. So... Ja, den holen wir hoch und den vorderen holen wir auch hoch und schalten den erstmal aus. Jo, so, also das ist unser neues Mähwerk, auch verhältnismäßig günstig zu erwerben. So, und hier haben wir jetzt den Weizen drauf, damit wir auch nochmal ein bisschen Stroh im nächsten Jahr machen können. Deswegen denke ich, passt das ganz gut. Hier der größere Teil machen wir Wiese. Wir können dann auch mal wechseln und machen hier links die Wiese. Dann haben wir dann auch eine kleine Fruchtfolge. Und hier zwischendrin hatte er ja auf jeden Fall, wie gesagt, vorhin hat er hier Wiesenstücke reingesät. Die habe ich dann hier mit dem Grubber nochmal sauber gemacht. So haben wir jetzt einen ordentlichen Feldrand. Ich glaube, das passt soweit. Und was ich jetzt noch schauen wollte, ist, war denn irgendwas im Gebrauch? Ja, guck's dir an. Guck's dir an. Ein Fendt 300. Wir brauchen eigentlich noch einen weiteren Schlepper. Ein Fendt 300, was würde er uns da kosten dann mit der vollen PS-Zahl? Ah, stopp. Hier. 67.000 Profi-Settings 2. Das sind immer so Geschichten, wo ich nicht genau weiß, inwiefern sich das auswirkt. Okay,
Ah ja, da gibt es einen Bildschirm, da gibt es einen zusätzlichen Hebel. Naja gut, ob wir das jetzt brauchen, aber es wäre natürlich interessant, den mit einem Front-Design-Paket Standard. Okay, Chrom. Panoramakabine. Ja, der hat... So, die Zapfwelle bräuchten wir natürlich. Bräuchten wir die? Ja, die bräuchten wir bei dem eigentlich nicht unbedingt. Aber was mir leider fehlt, wäre... Ach, ja, ja, weil das wäre jetzt natürlich ideal, wenn wir den ausstatten könnten jetzt mit... Oh, jetzt fehlt mir das Wort wieder. Leute, Leute. Mit einem Frontlader. Meine Güte, es darf ja nicht wahr sein. Also der Frontlader. Das wäre natürlich jetzt ideal gewesen, aber ich sehe das leider nicht. Radgewichte wäre okay. Rundumleuchte, Warntafel, Design. Aber ich sehe keinen Frontlader, ne? Wir können da keinen Frontlader dran machen. Ah, das ist ärgerlich. Mm. Gut, also was wir auf jeden Fall brauchen, ist ja noch unseren Manitou. Den will ich haben, denn ich habe den Schäfer mittlerweile verkauft. Den Schäfer habe ich verkauft, weil wie gesagt, damit sehe ich jetzt keinen großen Start. So, hier wieder runter. Hier auch runter. Der Schäfer hat schon den Hof verlassen. Und ich lege immer Wert auf meinen Teleskoplader, auf den Manitou. Und ich denke, den werden wir uns holen. Da wir ja aber im Wesentlichen dann nur kleinere Geschichten machen, da wir ja zum Glück nichts schaufeln müssen und ähnliches und uns da im Wesentlichen auch nur auf die Ballen konzentrieren, werden wir wohl auch eine Nummer kleiner holen. So jedenfalls der Plan für die Zukunft. Ja, ich denke, da kommt einiges runter jetzt von der Wiese. Da werden wir gut zu tun haben mit dem Wickeln. Dann gehen wir mal da oben und lassen den Helfer für uns weiterarbeiten. Und dann können wir schon mal den Fendt holen mit dem Schwader. So, und ab die Post. Und da ist der Fendt. Dann holen wir uns aber erstmal ein Gewicht. Ich meine, auf der anderen Seite, der hat 150. Der andere hätte... Lass mich mal kurz überlegen. Was ist der Kollege noch wert? Nee, stopp. Hier müssen wir hin. 29. Wenn wir den noch ein bisschen aufbereiten, kriegen wir vermutlich 32, 33. Der hat 150. Und wir könnten den anderen kriegen. Mit 142. Also viel langsamer wäre er nicht. Und ich glaube, das passt soweit. Ah, da würden wir uns dann etwas leichter tun. Dann würden wir uns etwas leichter tun. Den Manitou brauchen wir sowieso. Der könnte eben die Standardarbeiten machen. Wie eben, ja, was braucht der Grubber? Es ist eigentlich egal. Denn die Gerätschaften, die wir haben, der Grubber braucht 140. Also er könnte grubbern. Ja, sehen, Ansaat geht nicht. Mähen wäre auch knapp. Ja gut, 50 und 60, da könnte dann eigentlich auch mähen. Wender ist kein Thema, Schwader ist kein Thema, die Ballenpresse wäre kein Thema und wir tun uns natürlich da deutlich leichter mit der Automatik. So, und der Frontlader, den haben wir ja am Glas. Stimmt, den haben wir ja am Glas.
Leute, das machen wir. Das machen wir. Hier zum Ende der Folge gibt es nochmal einmal verkaufen, bitte. Weil so schön auch diese Lastschaltung ist, gerade auch beim Wickeln, ist sie doch etwas hinderlich, weil wir doch relativ zügig dann wieder rückwärts stoßen müssen mit dem Wickler. Nicht mit dem Wickler, mit der Presse, um dann halt eben den Ballen ordentlich abzulegen. Und deswegen würde ich wirklich sagen, der Kollege geht in den Verkauf. So, einmal. Dann werden wir den neu lackieren. Da haben wir ja mittlerweile festgestellt, es lohnt sich, denn es bringt auf jeden Fall ein kleines bisschen mehr Geld. 32 plus 7, 5, dann würde uns das Ganze, ja, wir müssten dann auf jeden Fall über 40 für den Kollegen kriegen. So, seht ihr, jetzt haben wir 40.620, das Ganze wird nochmal repariert, 40.642 und ab die Post. Der ist verkauft. So, wir haben 69, also wir müssen auf jeden Fall jetzt schon mal ein bisschen Geld aufnehmen. Es hilft nichts. Wir werden schon mal einen Kredit nehmen, 50.000. Okay, und dann werden wir uns den Fendt hier holen. Und zwar gleich natürlich in der besten PS-Zahl. Ich denke, dass wir uns auch die Radgewichte holen, die Rundumkennleuchte, so Warntafel, den Rest. Ich denke, das können wir uns erstmal sparen. Die Zapfwelle vorne, wie gesagt, die brauchen wir im Moment nicht. Im Zweifel bauen wir den Kollegen einfach um. So, 67.800 kaufen, ab die Post, rübergehen und glücklich sein. Sehr schön. Jo, Licht geht auch. Gleich mal die große Kontrolle, ob auch alles funktioniert an dem Gebrauchtfahrzeug. Und ab die Post. Ja, das fährt sich natürlich deutlich angenehmer jetzt mit Automatik. So, und ich denke auch so vom Wenden her dürfte der, ja, ich glaube, der ist auch geschmeidiger im Wenden als der Favorit. Der hatte nämlich schon einen etwas größeren Wendekreis. So, und dann fahren wir mal rückwärts. Ja, das ist halt eben das Angenehme, dass er sofort rückwärts fährt und nicht erstmal zwei, dreimal durchschaltet. Das wird uns auf jeden Fall helfen, etwas angenehmer auf dem Feld unterwegs zu sein. Ups, aber bremsen muss ich trotzdem. Das tut er nicht von alleine. Wir fahren aufs Feld, legen los und schwadern. Und ich denke, dass der Klaas mittlerweile einige Bahnen gefahren hat. So, aus Klappi Klappi. Wenn er da hinten nicht wieder Päuschen gemacht hat. Los geht's. Ja, das ist eine ganz, ganz, ganz andere Fahrerei hier mit dem Fendt. Mit unserem neuen Gebrauchten. So, ich glaube, das klappt hier ganz gut. Dann einmal um die Kurve und dann gucke ich auf die Uhr. Es sind wieder mal 20 Minuten rum, Freunde. Ich darf mich recht herzlich bei euch bedanken. Es geht hier weiter wunderschön hier auf der Rehbach. Es geht hier weiter auf der Rehbach mit unserem Projekt. Und wir werden bald, bald, bald hier die nächsten Ballen einsammeln und unser Ballenlager bauen. Wie geplant sind wir sozusagen im Soll. Ich sage recht herzlichen Dank fürs Zusehen und sage wie immer an dieser Stelle, tschüss, ciao, cheerio, euer Baden-Farmer.